Ich habe ins Krankenhaus gemusst, weil der Doktor kein Röntgengerät gehabt hat. Sie mussten also geröntget werden. Was ist da rausgekommen bei dem Röntgen? Auf den Arm, Vorarm, Prellungen. Prellungen, aber nichts gebrochen? Nein, gebrochen nicht. Erzählen Sie uns nochmal, wie war es denn, was ist an dieser Nacht genau passiert? Sie waren mit zwei Freunden unterwegs als Krampus verkleidet und sind dann auf die Polizei getroffen. Was ist dann passiert? Ist die Polizei gekommen. Mit der Polizei gekommen ist, sind die anderen gegangen, Richtung nach Hause. Und ich blieb stehen, die Polizei war hinter mir. Ich schaute noch zurück, da war er 2 Meter hinter mir, die Polizei. Dann zog er mich auf den Oberarm zurück. Ich drehte mich um und wollte einfach nur weitergehen. In dem wurf er mich auf den Boden. Er war auf mir drauf und sagte, ich sollte die Maske und meine Identität sagen. Ich sagte, nein, tue ich nicht. Dann ließ er mich aufstehen und dann kam mein Freund zurück. Und ich, vor lauter Angst, floh durch das Bachbett und lief nach Hause. Aber es hat geschneit. Jetzt haben sie die Spuren im Schnee gesehen und sind mir gefolgt. Dann bin ich ins Haus, jetzt habe ich mich umgezogen. Die Polizei ist dann gekommen. Dort war ich aber noch im Wohnzimmer. Dort ist der Hausbesitzer rausgegangen. Der hat gefragt, was halt los ist. Dann sagte die Polizei, sie suchen einen Krampus und er soll sich ausweisen. Er wies sich aus. Dann sagten sie, er soll auf die Wand stehen und sie durchsuchten ihn und dann hat er noch Alkoholtest machen müssen, aber er hatte 0,0. Wollte er ins Haus hineingehen, wollten sie auch, die Polizei auch ins Haus gehen. Aber er sagte, sie haben im Haus nichts verloren, aber sie sind trotzdem rein. Dann sagten sie zu ihm, wenn das Krampusfell nicht sofort auftaucht, dann durchsuchen sie das ganze Haus, stellen sie es auf den Kopf. Dann taten sie, sie gingen in einzelne Räume rein. Ich bin in der Zwischenzeit in den Keller geflüchtet. Dann fanden sie mich im Keller. Dann bin ich vor lauter Angst, so Zustand, bin ich auf den Polizisten zugelaufen und in den Flur hinauf. Im Flur sind dann 6 Polizisten gestanden und 2 vor der Haustür. Der eine hielt mir den Pfefferspray ins Gesicht, drückte aber nicht ab. Ich vor lauter Panik bin in die Wäschküche und dort durch das Fenster geflohen. Dort nach 200, 300 Meter bin ich ausgerutscht. Dort hat mich dann ein Polizist erwischt. Er nahm mich in den Schwitzkasten, zog mich einen Meter nach vorne. Dann kam ein zweiter, wollte mich auf den Boden zu halten. Ich vor lauter Angst habe ich probiert, mich zu wehren. Ich bin ein paar Mal aufgestanden, aber ich bin nicht geflüchtet. Dann sind mehrere Polizisten gekommen, dann sind sie alle 4 oder 5 auf mich drauf. Einer nahm meine Hand, zog sie voll zurück. Das hat dann höllische Schmerzen gehabt. Dann konnte ich mich nicht mehr wehren. Dann drückte mich ein Polizist noch mit dem Kopf in den Schnee. Wo ich mit dem Kopf in den Schnee war, ist mir eingefallen davon, oder USA, wo der Polizist den Mann erwürgt hat da auf der Straße. Dann bekam ich noch mehr Angst und Ding und wollte mich wehren und habe geflucht und alles. Und dann bald haben sie mich dann verhalten und haben mich dann mit auf das Revier und dort habe ich dann Foto gemacht, einen Alkoholtest und Fingerabdrücke abmachen müssen und Alkoholtest ist positiv ausgefallen, 1,48 Promille. Darum haben sie gesagt, kann ich nach Hause gehen, sonst ging ich in U-Haft und dann habe ich dann nach Hause gehen dürfen. Herr Schmidt, also Sie wurden hier behandelt wie ein Schwerverbrecher, wie Sie das jetzt beschreiben, ja. Und nach Ihren Beschreibungen zufolge ist mit Ihnen verfahren worden wie mit einem Schwerverbrecher, wo Sie de facto Ihrer Meinung nach auch nichts Großes angestellt haben. Jetzt ist die ganze Gemeinde steht hinter Ihnen. Was wirft man jetzt der Polizei vor? Oder warum glauben Sie, warum hat die Polizei hier so harsch reagiert? Ja, ich finde es einfach irgendwie brutal, weil ich habe auch nichts gemacht oder Böses so gesagt oder niemandem wehgetan. Aber wie sie einfach in die Hütte, ins Haus hinein sind und alles, das ist brutal. Und mich also dann zu dritt und zu viert auf mich drauf lagen im Schnee und noch in den Schnee hineingedrückt hatten, bis ich fast keine Luft mehr bekomme. Ich finde es einfach wild.
Ja, also das war für Sie natürlich ein beklemmendes Gefühl, wo Sie mit dem Kopf nach unten sind. Das sind jetzt natürlich traumatische Erlebnisse. Aber wie geht es denn jetzt weiter? Droht Ihnen jetzt eine Strafe oder ist ein Prozess gegen Sie eröffnet worden oder Strafanzeige erstattet worden? Ja, Strafe, weil Corona ist und ja, werden sicher welche Strafen auch folgen. Nur ich finde es nicht gerecht, wie die Polizei gehandelt hat.